EA, motherfucker. Ich glaube, man sieht schon, was das für ein Let's Play wird. Willkommen zu diesem zweimal Leben, Freunde. Das beste Sims-Spiel, was jemals rausgekommen ist. Meiner Meinung nach. Ich habe es im Laden. Ich habe es immer an der Konsole damals gespielt. Und ich habe es jetzt im Laden für 15 Euro auf dem PC gesehen. Und ja. Zuschnappen, würde ich sagen. Ich habe mich noch nie mit den PC-Versionen richtig beschäftigt. Ich habe allgemein Sims für PC war ja immer das Beste. Aber ich habe es nie wirklich auf dem PC gespielt. Immer auf den Konsolen, nirgendwo oder nirgendwann mal woanders. Und ja, wir haben hier zum Anfang 3 Städte zur Auswahl, in die wir einziehen können. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Lerne das Spiel kennen. Teil 1. Neuer Spielinhalt. Neue Baultools. Teil 2. Ich weiß es halt nicht. Ich bin so... Ob wir das Spiel wirklich kennenlernen müssen? Ich kenne ja die Grundlagen von Sims. Wir ziehen nach Verona Will. Ich nenne die einfach mal nach Mars. Und die nehmen wir jetzt meinetwegen Burghausen Nord. Keine Ahnung, frag mich nicht. Und die nennen wir Giraud. So, wir ziehen nach Burghausen Nord, weil ich die richtig geil finde. Habe ich noch nie gespielt, aber ich habe sie in einem Let's Play gesehen und ich liebe Burghausen Nord. Also quasi jetzt Verona Will, aber das ist ein Kackname. Ihr will ja uns eine Familie vorschlagen. Aber ich möchte die nicht unbedingt spielen. Ich möchte mir lieber so mein eigenes aufbauen, sag ich mal so. Und deswegen... möchte ich mal gerne eine neue Familie erstellen. So. Zwar sind hier schon viele vorgeschlagen. Kappe. Aber ich möchte eine neue erstellen. Einfach die uns gehört, die keiner faken kann. Der Familienname. Was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir doch mal Walderdach. Das ist ein geiler Name, Mann. So, und zwar ist das Mann? In hell? Und der nennt sich Tobias. Bisschen dicker, würde ich sagen. So, dann... drittens, die Haarfarbe schwarz und er hat eine komische Frisur, sag ich mal so. Er muss alltäglich aussehen, finde ich. Ja, so. Das passt eigentlich zu ihm. Man kann hier noch hier Bart und so Nase und so machen, aber nee, das lasse ich einfach mal alles so. Kein Make-up. Was nehmen wir denn für ein Shirt? Ich würde sagen, so einen normalen Pulli halt. Wie es halt so einem Mann passt. Als Abendkleidung nehmen wir den hier. Nee, den hier. Als Unterwäsche, keine Ahnung, was wir nehmen sollen. Wir nehmen einfach mal hier das letzte Boxershort. Schlafanzug können wir das nehmen. Badekleidung nehmen wir eine geile Hose. Igitt. Baha. Okay, wir nehmen also, nein, keine Eierkneife. Nehmen wir ihn einfach die. Und dann einfach hier so einen roten Anzug für Sport. Meinetwegen. Der ist ja eh pummelig, der macht eh nie Sport, also. Er nimmt Stier. Oh ja, er nimmt Stier, meine Lieben. Und er möchte einfach nur einen guten Ruf haben.
So. Vielleicht kann man so seinen eigenen. Ich lasse ihn einfach mal so. Na, wobei, er braucht nicht so viel Verspieltheit. Sondern mehr Nettigkeit, finde ich. So, wir nehmen dem Zimmer so an. Da kommt aber noch einer dazu. Und zwar ist das ein Teenager, der alleinerziehende Vater, wie man die so kennt. Blond, meinetwegen, okay. Nicht so dick, sondern dünn. Und sein Vorname ist... Wie nennen wir ihn? Wie nennen wir ihn? Wie nennen wir ihn? Arthur. So eine Cappy passt überhaupt nicht zu ihm. Ich nehme mal hier dieses... Ne, dieses verstrubbelten Stil. Und werde den auch noch damit unterstützen hier. Kann man irgendwie unterstützen, den mehr Verstrubbeltheit. Mal gucken. Ich muss mal kurz was nach draußen gucken. Okay. So, die Haarfarbe ist blond, klar. Kein Make-up. So eine geile Oberjacke, Mann. Als Hose nehmen wir ihn. Und als schickes T-Shirt nehmen wir sowas Pinkes. Nein, man scherzt, was Weißes. Unterwäsche. Schlappanzug. Geile Badehose, Mann. Sexy. Arthur Avaldadach. Ja, genau. Eher... Skorpion. Ich finde, zu ihm passt Wassermann. Also er hat diese Ernstheit, die er braucht. Faulheit ist natürlich klar. Er faul ist lol. Brauchen wir auf jeden Fall. Schlampig oder ordentlich. Wir geben ihm einen Punkt mehr in Nettigkeit und ziehen ihm einen Punkt in Ordentlichkeit ab. Er kann ruhig schüchtern sein, habe ich nichts gegen. Und dafür geben wir ihm mehr Nettigkeit. Also so richtig nett ist er. Genauso wie sein Vater. Und er möchte Geld verdienen irgendwann. Ja. Und damit finde ich Waldadach Familie vollendet. Und... Familienbeziehungen. Arthur ist das Kind von Tobias. Ja, und damit finde ich, dass wir fertig sind. Familie Waldadach ist geboren, sag ich mal. Und die hat 20.000 an Budget, sag ich jetzt mal. Da könnte man einziehen. Also, das ist eigentlich sogar ein guter Ort zum Einziehen. Allerdings finde ich das hier auch ganz schön. Und hier. So, was ist das jetzt hier? Ich gehe mal ein bisschen näher dran und zoome mal ein wenig. Oh nein, Legs. Reicht das Haus oder reicht nur das? Ich nehme mal das hier. So, Familie Waldadach. Man weiß nicht, wieso der Vater alleinerziehend ist. Und ja, wir sind hier gerade in der Pause. Und es ist ein Haus, was mehrstöckig ist, was ich super, super, super geil finde. Auch wenn es das den Preis gekostet hat. Allerdings müssen wir sehr, 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 sehr behutsam einrichten. Also wir dürfen echt nicht zu viel ausgeben und werden auch erstmal Geldmangel haben. Allerdings lohnt sich so ein Haus auf jeden Fall. Und wenn ihr sehen möchtet, wie Familie Waldadach in dieses Haus einzieht,
Dann lasst mir ein Abo da. Und vielleicht könnt ihr ja sogar euch den zweiten Part angucken, damit ihr es überhaupt sehen könnt, wie die Familie in dieses Haus einziehen wird. In dieses schöne, schicke Haus. Ja, und dann die Einrichtung und so seht ihr dann alles in Folge 2. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.